Es ist ja so, dass die Karten eingeschränkt sind. Ja, wir sind ja nicht im Kartengeschäft, wir haben nichts verkauft. Die sind ja wirklich ein Geschenk. 0 Euro. Warum habe ich das gemacht? Aus einem einfachen Grund, wo ich das gemacht habe, hatte ich keine Ahnung, wann ich sie ausliefere. Ja, das bedeutet, ich habe den Leuten eine Option mitgegeben für free. Sobald ich diese Karte in ihre Richtung schicken kann, mache ich das. Warum habe ich das gemacht? Aus einem einfachen Grund. Ich brauche, also damit wir die Karte bekommen, brauchen wir quasi einen bestimmten Bestand an Leuten, dass wir der Bank zeigen können, hey, wir haben hier 10, 20, 50.000 Leute, die sofort Karte bekommen, wenn ihr uns die Karte gibt. Und die Bank sagt, wow, das ist mega, 50.000 Karten oder mehr oder 100.000 Karten, das ist spitze. Lasst uns zusammen reden. Wenn wir ohne den Bestand kommen, kriegen wir überhaupt keine Karte. Ja, das ist so ein kleiner Trick. Das Problem ist, dass die Banken alles fürchten. Ja, und sie müssen 30, 40, 100 Mal uns überprüfen. Und im Jahr 2020 hatten wir eigentlich unsere Karte soweit. Wir haben ein großes Event in Dubai vorbereitet mit mehr als 2000 Leuten. Und jeder sollte wirklich von der Bühne, jeder sollte die Karte bekommen. Das sollte groß gefilmt sein. Ja? Und das wäre natürlich unser Triumph. Wenn wir das gemacht hätten in Dubai mit den Karten, ich sage euch, wären wir explodiert. Ich kann es mir kaum vorstellen, wie groß wir explodiert wären zu der Zeit. Leider hat die Corona uns die Karten komplett verdorben. Der Dubai-Event wurde gecancelt bzw. verschoben. Jetzt sogar zweimal. Und der Plan war natürlich, wenn wir diese Videos haben, wenn sie 2000 Leute haben, die sagen, hey, schau mal, meine Karte, meine Platin-Coin-Karte, ja, na, na, na. Und dann diese Videos, die hätten einfach Social Media explodiert. Und mein Plan war, gleich danach eine Roadshow zu machen in 30 Ländern, inklusive die Karten und Lieder komplett, die voll mit Karten bewaffnet sind, gleich mit. Also das hätte einfach uns plus minus 5 Millionen Nutzer beschert. Ja, das ist eine Strategie, die durchaus sehr wohl aufgehen konnte, aber leider Event weg, Roadshow weg und unser Vertragspartner, der die Karten uns bereitgestellt hat, hat Konkurs angemeldet. Und da standen wir da. Ja, also da standen wir da, absolut sprachlos. Was soll man dagegen tun? Ja, ihre Büros sind leer, niemand geht zum Telefon, vorbei. Kurze E-Mail, wir sind raus aus dem Spiel, wir haben einen Konkurs angemeldet. Das war's. Und natürlich haben wir die ersten 6 Monate richtig knallhart gekämpft, aber jetzt haben wir den neuen Anbieter, wir ringen da noch ein bisschen, aber wir haben den, die neuen Karten sind sogar bei den Leadern, bei einigen Leadern schon in der Hand. Wir warten da wirklich nur um ein paar Kleinigkeiten, dann werden wir die API-Schnittstelle anbinden, Testphase von knapp 4 Wochen durchlaufen und die gebrandeten Karten auftreiben und rausgeben. Das ist mein größter Traum. Also viele sagen, ja, die Karte, das ist eigentlich ein Nachteil, das ist nicht. Wenn wir die Karte an Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Leute ausgeben können, haben wir gewonnen, haben wir weltweit alle geschlagen an einem Tag. Und davon träume ich mehr als jeder andere. Das heißt, sobald ich die Karte ausgeben kann, bekommen die Leute. Ich habe den festen Termin immer noch nicht. Wir stehen so kurz davor, aber ich kann den Leuten nicht sagen, so, heute in einem Monat sind die Karten da. Aber dafür habe ich die Karten nicht verkauft, ich habe sie denen geschenkt. Ja, und natürlich als Gegenleistung auf etwas Rücksicht und auf ja auf dass die Leute auch ein bisschen Wartezeit mitbringen. Ich denke, das ist ein fairer Deal.